Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, mein Bett steht hier oben. Ich hab mitgedacht, überraschenderweise. Man merkt, ich habe selbst dicht damit gerechnet, dass ich mitdenke und mein Zeug so in meinem Bett hier so weit vorstelle. Ich war nämlich überrascht. Wir wollen nehmen wir natürlich immer mal wieder mit. So müssen wir Huhn. Hoppala. So. Genau. Mir gehen die Worte aus. Ich habe keinen so ausgeprägten Wortschatz. Also eigentlich schon, aber ich kann ihn nicht anwenden hier gerade. Was lustig ist. Und vielleicht auch, was ja vielleicht ist, ist sogar wahrscheinlich ein bisschen deprimierend eigentlich, wenn ich den Wortschatz nicht anwenden kann. Denn ein vielseitig kommentiertes EP ist natürlich wesentlich schöner als ein sehr einseitiges Let's Play. Und deswegen wüsste ich leider nicht, wie ich das großartig ändern soll. Nur, ja, dieses Spiel ist generell etwas schwierig, was Kommentieren betrifft. Weil viel zum Gameplay erklären braucht man nicht. Das versteht man ja sehr schnell. Davon abgesehen kennt sie wahrscheinlich jeder. Na komm. Aber es ist eigentlich auch relativ egal. Hier erstmal. Wahnsinn, also das ist echt interessant gerade. Das ist überhaupt nicht interessant. Ich klatsche Erde weg. Ich bringe das Stück Land hier in Form. Das muss sehr langweilig sein eigentlich. Oh, wir haben nur noch 4 Schaufeln. Und deswegen kann ich hier mal das eine Steak verdrücken. Das ist ja noch Rohkost ist. Aber das ist jetzt ja nicht weiter so schlimm. Nur noch 2 Steine Platz im Inventar. Ich glaube, wir laufen voll bis wir die Schaufeln leer haben. Das ist ein schwarzer Schaf. Jede Menge Blumen. Dann geht es immer weiter und immer weiter. Wir müssen Steine zu einem Holzstab befestigen und das Schaufeln nehmen.
Dieses da unten eigentlich Erde. Ich muss eher in Tierung mit Kampus und hab das kaputt gemacht. Kurzer Protein. Wird das so irgendwie gewesen sein? Ja, wir sind laufen definitiv voll, bevor die Schafe kaputt sind. Heißt erstmal hinter zu den Kisten rennen, in den Dreck abladen, dann wieder vorkommen. Muss nicht so wegwerfen, dann ist es ein bisschen freundlicher. Ich weiß nicht, ob das weniger Speicherplatz braucht, aber wenn die halt. Oh nein. Hey. Können wir mal hochschauen? Das ist das Weizenfeld. Die Sandkiste. Die Sandkiste klingt so ein bisschen nach Sandkasten irgendwie. So. Und jetzt ist natürlich das ganz Tolle. Wir brauchen neue Kisten. Also zum einen. Für die ganze neue Erde. Und dann brauchen wir auch noch neue Werkzeuge. So, dann können wir ein Stack Steine auch wieder hier einpacken. Machen wir es erstmal so. Ja, doch, 10 reichen. Würde ich jetzt einfach mal so spontan sagen. Also eigentlich müssten 10 reichen. Da haben wir jetzt ein bisschen weniger als vorher und dann nehmen wir, ich sagen, machen wir aber noch 2 Spitzhacken mit. Weil ich denke, dass wir auf jeden Fall ein bisschen Stein auch wegkloppen müssen. Dann kommt das Holz wieder da rein. Die Wolle kommt da so mit rein. Kohle lassen wir mal drin. Und die Erde kommt in die Erdekiste natürlich mit rein. Dann gehen wir hier wieder nach unten. Und sehen als erstes mal ein Schaf. Das ich natürlich gleich wieder von seinem Fell erlösen muss, denn es ist ja sehr warm hier. Scheint durchgehend die Sonne, ich regne nicht einmal. Ich weiß sowieso nicht, wieso sie hier überhaupt Gras halten kann. Normalerweise müsste hier überall Wiese sein, nachdem es hier nicht regnet. Kann ich natürlich nicht anders als die Schafe scheren. So,